Und wenn es mal ganz einfach die Chance, die sie daraus bietet, aus Arbeitgebersicht, kurz erläutere, dann müssen Sie sich vorstellen, der Mitarbeiter wandelt natürlich 1.000 Euro, 100 Euro jetzt im Monat um, dann bleiben die 100 Euro erstmal im Unternehmen. Und Sie als Arbeitgeber sagen nur, lieber Mitarbeiter, ich gebe dir das später, ich gebe dir das in 20, 30, 40 Jahren, je nachdem, wie alt der Mitarbeiter ist. So, und dadurch, dass er das später kriegt, will natürlich der Mitarbeiter logischerweise ein bisschen mehr haben, da muss ich einen Zins noch drauf versprechen. Das heißt, lieber Mitarbeiter, deine 100 Euro gebe ich dir in 30 Jahren, wenn es jetzt ein 37-jähriger Mitarbeiter ist, und ich verzinse das Ganze mit 2% oder 2,25, 2,5, 2, 3 Viertel, teilweise auch 3%, was ich für notwendig und was ich für sinnvoll erachte. Du kriegst die 100 Euro und zwar verzinst in 30 Jahren mit 2,5 oder 2,25%. Und das ist eigentlich schon der ganze Effekt und jetzt muss ich nur noch sagen, was bewirkt der Effekt. Im Ergebnis habe ich hier ein ganz langfristiges Darlehen. Ich habe 100 Euro langfristig über 30 Jahre als Darlehen erhalten. Ich habe es nicht bloß besonders langfristiges Darlehen, sondern ich habe es auch besonders zinsgünstig, weil ich habe das Darlehen zu einem Zins, zu einem langfristig gültigen Zins von 2,25% bekommen. Eben die, die ich festgesetzt habe, die ich als Arbeitgeber jetzt für angemessen, für fair, für sinnvoll, für attraktiv, für motivierend empfinde. Und das ist nicht bloß langfristig und günstig, das ist vor allem komplett sicherheitenfrei. Ich muss nichts verpfänden, ich muss anlegen, ich muss nichts übereignen, ich muss nichts garantieren. Das ist ein sicherheitenfreies Darlehen, das im Prinzip besichert ist durch die Leistungskraft von Unternehmen als solches. Das Unternehmen das als solches auch erfüllt. Und das ist natürlich dann ein einfacher Weg zu Krediten ohne Basel II, weil das Geld, das da bleibt, kann ich jetzt mal nehmen und meinen Kontokorrentkredit tilgen. Oder einen Teil zumindest vom Kontokorrentkredit tilgen. Einen anderen Teil vielleicht am Kapitalmarkt in Sachwerten anlegen. Es ist natürlich auch ein einfacher und genialer Weg zur Mitarbeiterbindung, weil ich verzinse dem Mitarbeiter 100%, seine kompletten 100 Euro, nicht bloß 70. Ich verzinse ihn relativ großzügig mit 2,5%. Die 2,5% sind garantiert. Das heißt, eine wesentlich bessere Leistung, als er irgendwo anders kriegt. Und nicht bloß ein bisschen besser, sondern deutlich besser. Aus Arbeitgebersicht ist das natürlich das günstige, langfristige Darlehen eine Chance für Arbitragegeschäft, indem ich einfach schaffe, mehr zu erwirtschaften als die 2,25, die ich zugesagt habe, mache ich hier am Profit, habe im Prinzip Vorteile und habe noch weitere Vorteile, dass das Geld ja nicht abgeflossen ist. Das ist in meiner Sphäre, über die ich verfügen kann. Ja, in dem Schaubild kann man es ganz einfach sehen, nochmal der Vergleich. Zahle ich als Arbeitgeber 100 Euro in der Versicherung, ist eins sicher, es kommt kein Cent mehr zurück, es ist nichts beleihbar, es ist nichts rückholbar, es ist nichts stornierbar, ich komme an das Geld nie mehr ran und der Mitarbeiter bekommt eine mehr oder weniger Bescheidung, Leistung, zum Beispiel hier 200 Euro. Mache ich das hier gewinnorientiert als Kapitalmarktlösung durch die firmeneigene Unternehmenskasse, durch die Unternehmensbank, zahle ich auch 100 Euro ein, beziehungsweise lasse die möglicherweise gar nicht fließen. Habe die also weiter in meiner Sphäre, mir ist gar nichts abgeflossen und ich habe weitere Vorteile wie Steuersparnisse obendrauf. Also ich habe nicht bloß das Geld, sondern noch zusätzliche Liquidität generiert, was ich Ihnen am Anfang gezeigt habe. Und der Mitarbeiter bekommt deutlich mehr. Und warum bekommt er deutlich mehr? Einfach, weil wir das eingezahlte Kapital verzinsen, weil wir tendenziell ein bisschen mehr verzinsen und weil wir andere Rentenfaktoren, die man halt für fair oder angemessen hat, die man mit dem Unternehmer besprechen oder vorrechnen, besprechen. Und wie gesagt, beides ist gespaltbar, beides wird vom Arbeitgeber so vorgegeben. Wenn wir uns mal anschauen, was ich hier über die Zeit steuerlich geltend machen kann, ist ja das Interessante, da kann ich zum Beispiel hier beim 30-jährigen Mitarbeiter bei 100.000 Euro Zusage sogar 160% steuerlich geltend machen, die ich in meiner steuerfreien Sphäre habe und steuerfrei angesammelt habe. Das ist einmal ganz grob das Prinzip, wie es funktioniert.